Ja, hallo, hier ist wieder Andreas Kaspar aus Washington vom Marshall Center Pass Course. Heute war unser zweiter Tag und da ging es wesentlich um Exekutive und Judikative des amerikanischen Systems. Wir waren heute Vormittag im Kapitol, wo ja der Kongress und der Senat untergebracht sind, und nachmittags dann im Supreme Court. War auch wieder eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Heute Vormittag, wie gesagt, im Kapitol, dort gibt es ein eigenes Besucherzentrum, und wir haben eine Tour bekommen durchs Kapitol, etwas erklärt bekommen über die geschichtliche Entwicklung und konnten auch mal wirklich unterhalb der berühmten Kuppel stehen, die man aus dem Fernsehen ja immer kennt, haben wir also das innen drin gesehen. Natürlich nicht die Arbeitsbereiche, wo Kongress und Senat tagen, weil dort ja auch entsprechend Politik noch täglich gemacht wird, aber zumindest mal einen Eindruck zu bekommen von der Größe, von dem Aufbau, das war schon sehr interessant. Mehr fasziniert hat mich aber heute Nachmittag der Aufenthalt im Supreme Court. Ein sehr, sehr beeindruckendes Gebäude. War auch überraschend festzustellen, dass es erst in den im vergangenen Jahrhundert gebaut wurde, Anfang des vergangenen Jahrhunderts, ums Jahr 1930, wobei es ja doch sehr klassizistisch auch ausschaut. Ja, dort drin hatten wir sogar die Ehre dann von einem der Justices, das heißt von einem der Richter des Supreme Court, einen kleinen Vortrag zu erhalten. War eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Er hat uns etwas erzählt über seinen Werdegang, über die Arbeitsweise des Supreme Courts, wie die entsprechend die Richter ernannt werden, wie die Funktionsweise ist, der Unterschied zwischen dem Bundesgesetz in den Vereinigten Staaten und dadurch, dass er auf der anderen Seite einen Großteil der Gesetze in den Bundesstaaten erlassen wird. Und wirklich noch sehr gelungene Veranstaltung, auch dieses Gebäude zu sehen, quasi im Herzen von dem zu sein, wo die amerikanische Gesetzgebung stattfindet. Zunächst die Gesetzfindung im Kapitol und nachmittags dann dort, wo sie auch ausgeführt wird. Und dann mit eine sehr, sehr witzige Anekdote war ja noch, dass einer der amerikanischen Lehrgangsteilnehmer, den wir dabei haben, ist nämlich der Ur-Ur-Urgroßenkel von einem ehemaligen Vorsitzenden, obersten Bundesrichter, dem Herrn John Marstall, der um 1830 dort Vorsitzender war. Das war natürlich sehr, sehr interessant, dann mit diesem amerikanischen Lehrgangsteilnehmer dort durchzugehen und zu wissen, dass sein Ur-Ur-Urgroßvater damals dort Richter war. Also auch wieder eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung heute. Sehr viel Information, die wir bekommen haben. Und ich freue mich jetzt richtig auf den morgigen Tag, wo es dann weiter im Programm geht.